Andi, Martin, Mitch, Nicole, Günther und Sascha sind seit dem letzten Jahr ein Team und ihnen steht ein hartes Go-Kart-Rennen in Langenzersdorf bevor. Was ist das Besondere an diesem Rennen? Ja, es ist so, dass dieses Rennen aus 2x6 Stunden besteht. Das heißt einmal in die normale Richtung, einmal in die verkehrte Richtung. Es ist so, dass dieses Rennen dieses Mal in der Nacht stattfinden wird. Das heißt, das erste Rennen startet um 23 Uhr, geht dann bis 5 Uhr in der Früh. Und das zweite Rennen wird um 5.30 Uhr gestartet und geht dann bis 11.30 Uhr. In der Gesamtwertung der Austrian Indoor Masters konnte das Team Kartnix Ögusa Plätze gut machen. Sie sind vom letzten Platz, Platz 21, auf Platz 14 vorgerückt. Was ist eure Strategie und wie haltet ihr euch wach? Und wir werden dieses Rennen einmal so probieren, dass beim zweiten Rennen unsere drei stärksten Fahrer sich jeweils abwechseln werden. Jeder fährt 2 Stunden und die Fahrer, die noch nicht so schnell sind, werden jetzt einmal das erste Rennen beginnen. Schokolade und generell viel trinken und ja, vielleicht kann man uns zwischendurch ein bisschen hinlegen, aber zu viel Ruhe werden wir nicht kommen. Die Indoor Masters finden in verschiedenen Karthallen in Österreich, Ungarn und Tschechien statt. Dieses Cuprennen wird in der Daytona Karthalle in Langenzersdorf ausgetragen. Was macht die Faszination an diesem Nachtrennen aus? Ist es die Uhrzeit? Naja, die Uhrzeit ist es definitiv nicht, aber Kartfahren macht halt generell Spaß. Und ja, es ist auch so, dass diese AEM preislich durchaus leistbar ist. Man zahlt 55 Euro für die Stunde. Im Vergleich zu anderen Sportarten, die jetzt mit Motorsport zu tun haben, ist das relativ erschwinglich, sage ich jetzt mal. Fahrer und Rennwagen müssen ein bestimmtes Gewicht erreichen, das notfalls mit Zusatzgewichten aufgefüllt wird. Nachdem alle ihre Startpositionen eingenommen haben, kann das Qualifying beginnen, welches die Startaufstellung für das eigentliche Rennen bestimmt. Was kann bei so einem Rennen alles passieren? Nummer 1, beim Einsteigen ins Kart nicht den Tankverschluss kontrolliert. Und durch die Kurvengeschwindigkeit fließt das ganze Benzin aus dem Tank und ergießt sich über den Overall. Aber Gott sei Dank ist es nicht nur mir so ergangen, sondern den drei Fahrern vor mir auch. Erst unsere tapfere Nicole, die Zuverlässige, hat dann entdeckt, dass der Tankstoppel undicht war. Team Kartnix Ögusa hat den 14. Startplatz errungen. Kann es seine Taktik, das Feld von hinten aufzurollen, schaffen? Es ist Mitternacht und der erste Fahrerwechsel wurde vollzogen. Wie fühlt man sich nach einer Stunde Rennen? Ja, also anstrengend war es schon, aber jetzt haben wir die erste Stunde mal gut hinter uns gebracht. Wir sind jetzt von 17 Teams, sind wir jetzt einmal 11. Das ist ganz okay, wir haben ein bisschen Glück auch gehabt, weil die anderen ein bisschen Pech gehabt haben, vor allem ein Team. Aber ich bin zufrieden mit dem 11. Platz. Was sind die Eigenschaften der Fahrbahn in dieser Halle? Naja, diese Halle ist sehr rutschig. Wir haben Gott sei Dank an diesem Wochenende das Glück, dass es ein bisschen wärmer ist wie beim letzten Rennen. Und somit die Reifen ein bisschen schnell auf Temperatur kommen. Somit hat man ein bisschen mehr Grip und rutscht nicht ganz so viel. Aber generell ist der Charakter von der Strecke eher so, dass es sehr rutschig ist. Liegt mir eigentlich nicht so, aber ja, umso mehr bin ich mit dem Ergebnis jetzt einmal zufrieden. Die Rennleitung schaut darauf, dass das Rennen fair abläuft. Blaue Blitzlichter zeigen an, dass die Fahrer ein Überholen nicht verhindern dürfen. Gerade eben wurde eine Verwarnung ausgesprochen. Warum? Ja, jetzt muss erstmal das Adrenalin wieder runterkommen. Wie es halt so im Rennen ist, man darf ja ein bisschen rempeln und drängen und manchmal gehen dann die Emotionen durch. Wie jetzt bei mir, ich habe ein nicht so schnelles Kart erwischt, einer hat mich überholt, es kam zu einem Gedränge, die Emotionen waren. Aber ich glaube, es gibt eine Verwarnung für den Herrn. Und sonst ist es eigentlich recht gut gelaufen. Jetzt müssen wir zur Zeittafel schauen, an welchem Platz wir liegen. Jede Stunde wird ein Fahrerwechsel vollzogen, dazwischen werden die Fahrer über ihre Rundenzeiten über Tafeln von ihren Kollegen und Kolleginnen informiert. Kann das Team die Zeit noch aufholen? Kann es wie geplant das Feld von hinten aufrollen? Zu fortgeschrittener Stunde versucht jeder, auf seine eigene Art und Weise munter zu bleiben. Und Sie?
Also ich meditiere nicht vorher. Einfach versuchen, den Kopf freizukriegen, noch eine Runde draußen zu drehen und dann einfach abschalten, sich ins Kart setzen und nur mehr funktionieren. Auch wenn das Team im ersten Teil nur den 17. Rang erreichte, können nun die besseren Fahrer im zweiten Teil des Rennens das Feld von hinten aufholen. Das Team Kartnix Vergussa erreichte den 6. Platz. Echtzeit TV gratuliert den Siegern des Rennens.